Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Transport FIFA 2. Und wie ihr seht, machen wir heute etwas anderes, denn wir schauen uns eine Modelleisenbahn an. Ich habe das im Workshop gefunden von dem User SafeCam7. Der hat sich hier die Vorlage geholt, also den Tisch hier, den kann man quasi sich abonnieren. Link dazu kommt dann in der Videobeschreibung und dann kann man hier seine Modelleisenbahn bauen. Er hat dazu zwei Varianten gebaut. Ich schaue mir jetzt die USA-Variante an. Und eventuell finde ich dann ein, zwei Ideen für den Schönbau. Und diese Karte ist gigantisch. Also da hat er ganz schön mal was reingebastelt. Wenn ihr das abonniert aus dem Workshop, dann hat es hier keine Linien und auch keine Züge. Das dürft ihr also dann selber alles da hinschicken. Ein, zwei Sachen habe ich mal hingeschickt. Da zum Beispiel fährt so ein kleiner Zug hier rein. Bisschen fährt gerade hier wieder raus. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal so ein bisschen im Detail an, denn es gibt unglaublich viel zu sehen. Also einerseits haben wir hier die Mount Buffalo Central Station. Die habe ich ja mal versucht zu platzieren. Da hat mir aber noch ein bisschen was gefehlt. Es ist ein gigantischer Bahnhof mit einem schönen Gleisvorfeld hier. Und dann haben wir hier quasi die Güterparte von dem Ganzen, wo die Güterzüge hier reinfahren würden. Wahnsinn. Ich glaube, er hat hier mit diversen People-Magneten gearbeitet, damit die da hier rumgehen, so wie es aussieht. Nicht schlecht. Und da könnten ja natürlich hier die ganzen Fahrzeuge reinfahren, wenn es denn wäre. Auch das mit dem Depot ist schön gelöst. Passt sehr gut rein, da in die Umgebung. Sogar mit den amerikanischen Autos. Geil. Und dann teilt sich hier diese Strecke auf. Also einerseits elektrisch haben wir hier was und sehr viel Dieselstrecke. Auch da könnten nochmal Güter reinfahren. Und die kleine Stadt hier. Okay. Dann haben wir hier diese Bergstrecke, die hier auf der Seite hier nach oben geht. Die schlängelt sich hier so hoch. Geht dann auf der Seite hier weiter und dann gibt es eben hier diese, ja, ich sag's mal, Ringbahn hier nach oben. Hat es eine nette Aussicht hier. Ist auch eine schöne Idee, das so zu machen. Hat was mit den breiten Straßen. Und ein, zwei Assets fehlen mir hier leider bei der Karte. Zum Beispiel hier. Da wäre eigentlich ein Bahnhof. Aber ich denke mal, über das können wir jetzt mal hinwegschauen. Da geht die Strecke hier noch so weiter. Nach da hinten. Und da ist hier quasi der Endhalt. Von dem kleinen Dörfchen hier. Okay, weil wir dann schon mal hier unten sind. Gigantisches Depot. Hier alles Diesel. Dann hätten wir hier einen kleinen Person halt. Das hat er auch echt cool gemacht. Hier ist es so, den einzelnen Bahnsteig hier rein. Wie hast du das gemacht? Es macht ja noch irgendwie Sinn, dass man hier sagt, die Mitarbeiter kommen dann hier rein. Das sieht cool aus. Dieser einzelne Bahnsteig hier. Ich glaube, er hat hier diesen Custom-Bahnhof dafür benutzt. Und dann gehen hier die Leute rein. Das ist eine sehr gute Idee, wie man das bauen kann. Mit gigantischer Abstellung, dann hier hinten. Ah, den Mod kenne ich. Von diesem Chinesen oder Japaner bin mir jetzt aber nicht so sicher. Aber auch gut gemacht. Wieder hat's Depot. Und die zweite Halle hier. Das ist echt schön eingefügt hier. Inklusive noch mal eine Strecke da unten. Industrien hat er auch geil platziert. Mal Buffalo Iron Mine hier. Und was mir da sehr gut gefällt, das habe ich ja auch auf meiner Karte genutzt. Das ist hier dieses Förderband. Und er nutzt das hier quasi als Bahnhof, wo dann die Züge unten reinfahren und dann muss man sich quasi halt vorstellen, wie dann halt hier die Erze von da oben nach da unten fallen. Das funktioniert natürlich im Spiel so nicht. Da machst du dann halt hier den Pseudo-Bahnhof rein und schaust, dass die Züge hier so stehen bleiben und werden dann halt beladen. Aber es ist eine schöne Style-Idee. Fällt mir wirklich gut. Da hinten noch einmal so reingefahren. Ja, das hat was. Das merke ich mir mal. Mit diesem Exchange da, dass wir da vielleicht so mal die Beladungen machen.
Sehr geil. Ja, diesen Parkplatz habe ich eigentlich auch noch nicht bastelt. Wird eigentlich anders die machen. Da hat auch wieder so einen Magneten hier drin, dass die Leute hier reinfahren. Beziehungsweise ausbauen. Keine schlechte Idee. Okay, das Ganze macht dann hier so eine schöne Kurve. Wir haben dann hier noch einen Abzweig nach da oben. Was haben wir hier? Bei Tools Factory. Schön gebaut da mit den Brücken. War ein bisschen krass, aber sieht schön aus. Und auch, das ist ja alles hier handmade. Schön, schön, schön. Und dann geht es hier rein in die Buffalo Station, wo wir gerade vorher gewesen sind. Das da ist ja ein Straßenfahrzeugdepot. Sticht halt extrem raus. Aber ich sehe, warum man das so gemacht hat. Und hier hinten, schauen wir mal. Ja, es ist ein bisschen viel los jetzt hier. Da hinten geht noch eine Strecke weg. Wo kommt die rein? Ah, das macht hier die Kurve und geht dann hier nach hinten. Und irgendwo Richtung Depot wieder weg. Ansonsten einmal hier so komplett rum. Aus. Ich will gar nicht wissen, wie lange er an dem gesessen ist. Das dürfte alles Güterstrecke hier oben sein. Keine Oberleitung. Der nächste Personenbahnhof. Hier war normalerweise ein Depot. Aber das Depot habe ich im Workshop nicht gefunden. Also habe ich es gar nicht erst reingeladen. Und so wie ich das sehe, ja, Personenverkehr ist elektrisch und Güterverkehr ist ja alles mit Diesel. Jetzt auch ein Schattenbahnhof hier. In die nächste City hier rein. Was ist das da? Sawmill. Sägewerk. Auch nicht schlecht. Und da hat es dann... Es ist auch nicht schlecht, dass man hier sagt, man hat hier gar kein Bahnhofsgebäude, sondern einfach nur die zwei Gleise, die da so reingehen. Dann tust du es hier nur irgendwie schön dekorieren. Ja, warum auch nicht? Vielleicht noch ein bisschen Verlad mit dazu. Und dann hier wieder die Ausfahrt. Nach da hinten. Okay. Gefällt mir. So kann man es auch machen. Abstation Fontana Central. Auch geil gemacht da. Ja. Das ist ein Stockbahnhof, aber trotzdem cool gemacht. Rechts ist die Gütergleise, geht dann hier weiter. Warum staut es denn hier so? Ah, die Kreuzung ist vermutlich nicht gerade die geilste. Okay. So, riesen Güterterminal. Was haben wir hier? Die Farm. Alles klar. Und Steel Mill. Alles klar. Also hier, wenn nur diese Züge ein bisschen zusammenkommen. Cool gemacht. Ob jetzt bewusst hier nichts ist? Ach schade, wir bräuchten halt die Karte mit richtig Verkehr. Da wäre auch nochmal, glaube ich, ein Depot gewesen. Ja, genau. So, geht dann hier hinten in den Berg rein. Wo sich dann diverse Linien hier schlängeln. Es ist einfach so viel los, streckentechnisch. Und kommt dann irgendwann hier oben mal wieder raus. Und das ist ja jetzt Lake Wachape oder so. Schöner See. Ich weiß nicht, ob ich den Stern hätte, sowas komplett von null auf zu modellieren. Schon sehr krass. Beeindruckend. Es verlaufen auch noch Linien dahinter der Wand. Also quasi so eine Art Schattenbahnhof. Jetzt auch noch mehr Güter. Was ist das? Chemiefabrik hier. Muss ich hier nochmal stehen bleiben. Auch da geil gebaut, da mit der Brücke. Was hast du da zwischendrin? Ah, ich sehe. So eine ganze Personenstrecke. Macht dann hier diesen Kreisel und geht dann hier wieder runter, kommt dann hier unten dann irgendwo wieder raus. Da hat es auch eine kleine Industrie, Kohle. Da hat er hier die Linien so ein bisschen versetzt, sieht irgendwie auch geil aus. Auch da wieder mit dem Bahnhof hier drin,
Und ja, da hat er den Anschluss jetzt nicht gemacht. Das ist jetzt aber gar nicht so schlimm. Aber man kriegt halt so die Idee, wie das denn hier funktionieren soll. Das einzige Güterzug, der hier auf der Strecke fährt. Sehr beeindruckend. Auch das hier cool gemacht. So wird das mal Aufstieg hier. Ich habe jetzt dann quasi hier abgeladen. Ich glaube, das wollte ich hier so ein bisschen andeuten. Hier mit dem Rostgitter da. Das muss ich mir irgendwie abonnieren, weil das... Oder warte mal, ist das eine Brücke? Ich glaube, das ist eine Brücke. Ach so. Ja, warum auch nicht, ne? Damit du dann hier diese Gitter hast. Oder sagst du, dann tust du die Kohle entladen. Ein bisschen umladen und dann geht's dann hier irgendwie weiter. Ja, nicht schlecht. Okay, Faden verloren. Wir sind jetzt erstmal hier hinten noch. Es ist Temecula Central Station. Und dann hier ist ein Berg raus und da wieder großes Güterterminal hier. Oh. Ich hätte die Karte gern geladen mit den fertigen Linien drauf. Da geht es auf die rechte Seite weiter und dann einfach die Züge hingeschickt. Aber leider hat er die halt alle rausgelöscht. Nächste Industrie hier. Aber wenn hier was los ist, oh, das muss so cool aussehen. Nächstes Depot hier, was haben wir hier? Benzin. Ein kleines Ölfeld hier. Da wieder nach dem gleichen Prinzip. Da könnte man noch ein bisschen mehr dazu hin machen, wo sie dann hier rausfahren. Ah, den habe ich mir auch geholt mit den Silos. Aber ich bin doch nicht im Jahr, wo ich den bauen kann. Da sieht es dann natürlich richtig aus. Sowas bräuchte man halt für Kohle und Eisen. Und die dann wegfahren. Okay. Und dann geht's hier einmal rundherum. Da die ganzen anderen Güterlinien, Personenlinien. Wo geht's denn da hin? Ah, da geht's einfach nur auf die andere Seite rein. Und hier wieder das eine riesengroße Depot hier. Geil. Ja, da habe ich definitiv ein paar Ideen, was ich in meinen Schimba auch nutzen werde. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal die zweite Map an von ihm, die er genau auf der gleichen Basis gebaut hat. Und schauen mal, was wir da so alles finden werden. Also, kleiner Cut für euch. Und dann geht's ab zur nächsten Karte. Okay, da wären wir jetzt bei der zweiten Karte von ihm. Und das war die erste, die er gemacht hatte. Und da hat er gesagt, da ist er nicht so zufrieden mit der. Und dann hat er natürlich die USA-Karte gemacht. Also hier ist auch wesentlich weniger los. Ja, wir fangen hier in der rechten Seite an von dem Ganzen. Klein Bahnhof, was heißt klein? Schon größerer Bahnhof mit großem Güterterminal. Das, was hier soweit endet, und dann geht es dann hier in den Berg hinein. Ansonsten gibt es da nichts Spannendes. Da geht die Hauptstrecke raus. Da hat er die Farm platziert. Auch da fahren Züge hier so rein. Ist eigentlich nur schön gemacht hier. Mit den Details, dass man hier so reinfahrt. Aber wir haben halt keine Beladung hier. Und da hinten noch eine kleine Industrie, wo er hier so reinfahrt. Das hat er sicherlich ohne Kollision gemacht. Warum eigentlich auch nicht? Kann man machen? Das könnte ich eigentlich auch mal machen. Das ist so in die Industrie reinfahren. Eine Abstellung geht dann hier raus. Ein bisschen wenig Signale hier. Und fährt dann auch hier einmal durch den Sägewerk hier. Warum eigentlich auch nicht? Ich glaube, die Idee merke ich mir. Das sollte ich vielleicht wirklich mal probieren, dass ich dann hier so einen Bahnhof dann rein platziere. Okay, weiter in der ganzen Geschichte. Was haben wir hier oben? Der nächste Abbau. Auch da fährt er einfach so rein. Da sieht man, da fehlen dann ein bisschen die Assets mit der ganzen Beladung. Oh, das wird bei mir so nicht durchgehen. Aber Bergstrecken bräuchte ich dann doch mal ein bisschen mehr. Sieht schon geil aus, wenn hier im Berg dann ein bisschen was unterwegs ist. Auch da eigentlich auch kein schlechtes Konzept, dass man hier so reinversetzen und dann fährt man hier mit der Straße so runter.
bringt es dann hier rauf, wo dann hier die Beladung ist. Da hat er es angedeutet. Sieht ein bisschen schräg aus, aber ja, warum eigentlich auch nicht? Und dann geht es dann hier, dann den Berg hier wieder runter. Okay, wo haben wir denn noch was Spannendes? Auch das fand ich hier noch ganz cool. Hier bei den Förstern hat er hier mehrere reinplatziert. Passt optisch sehr gut. Und dann hat er hier diese Retaining Wall da und die ganzen Baumstämme da hier so hinpflügt. Mit den kleinen Bagger da vorne. Das sieht cool aus. Und so nach dem Motto, dann kommt dann hier der Zug da so rein und dann wird das mit dem beladen. Ja, manchmal ist weniger mehr. Aber die Idee, so wie er das jetzt hier so baut hat, gefällt mir sehr gut. Doch, da werde ich einiges davon umsetzen. Okay, hier unten. Das ist jetzt nicht so spannend hier. Abgesehen jetzt von der Streckenführung. Eine etwas schräge Brücke hier. Aber kann man so machen. Und teilt sich dann hier so auf. Und dann ist der nächstgrößte Bahnhof hier in Samson. Und inklusive Güterterminal hier unten. Recht groß, also typisch amerikanisch. Ewig lang. Netter Bahnhof. Schön getrennt. Und die kleine Stadt hier. Ansonsten haben wir hier noch Highlights. Da haben wir noch meine Industrie. Ja, ein bisschen Güterverkehr hier drin in der Stadt. Kann man eigentlich auch mal machen, dass die Fabrik so drin ist und da die Züge so reinfahren. Und ich glaube, das war's dann erstmal von dem spannenden. Haben wir hier noch was? Ja gut, mit dem Motor haben wir auch schon gearbeitet. Okay, ich glaube, da hat er noch nicht ganz sauber aufgeräumt hier. Aber interessant, wie er da reinfährt. Also ihr dürft nicht so viel Verkehr haben mit den Kreuzungen hier. Die Blüte habe ich auch noch nie gesehen. Das ganz ordentlich in Sinn rein, aber sieht gut aus. Also das Wasser, wie er das überall detailliert hat. Muss mal schauen, was das für ein Pinsel ist. Ja, und dann wären wir hier wieder am Anfang. Also das ist die allererste Karte und das Ganze gibt es als flach mit noch nichts drauf und da könnt ihr dann selber bauen. Wie gesagt, der Link dazu ist in der Videobeschreibung, falls ihr euch das mal anschauen wollt. Auch zu den zwei Safe Games, die wir uns da heute angesehen haben, falls ihr sagt, naja, bauen will ich jetzt nicht, aber bei dem einen Safe Game, da will ich Züge fahren lassen, könnt ihr das natürlich gerne machen. So, eine Karte habe ich noch für euch. Die kann natürlich mit der Modelleisenbahn nicht wirklich mithalten, was Schönbau betrifft, aber ich finde sie trotzdem ganz interessant. Die ist von dem Spieler Wellover-50 und heißt Legacy Version von der Small Map 9 Cities, No Vehicles. Da gibt es zwei Versionen davon, Link auch dazu in der Videobeschreibung. Und eben, wir haben ja neue Städte, große Stadt hier in der Mitte. Und dann rundherum die ganzen anderen Städte mit einer entsprechenden Ringbahn hier rum. Sehr viel Industrie, da ist einiges los. Und ich mag aber die Schönbauaspekte, die er hier drin gemacht hat. Wie zum Beispiel hier die ganzen Texturen, die er rundherum gemacht hat. Hier bei dieser Kohlemine, also Minen, Mehrzahl. Sieht optisch nicht schlecht aus. Hat auf jeden Fall mal Anreize, dass man das so nachmacht, was man da jetzt gerade so sieht, ne? Dass der Pinselboden weggeht, wenn man hier so Steine reinmacht, das sieht nicht geil aus, aber zum Gesamtbild passt es dann schon. Also das hat schon was, so fürs Auge und entsprechend ein bisschen Verkehr hier rein. Wenn das Ganze dann hier zu dem Terminal hier kommt, ja, gefällt mir. Inklusive da noch mit C-Anschluss. Ja, Bahnhöfe, also Güterterminal ist überschaubar. Hier ziemlich großer Personenbahnhof, Traumstation. Da ist jetzt weniger was Interessantes. Mal schauen. Gehen wir mal hier ein bisschen rein. Nö, das ist alles so ziemlich Standard. Schön, dass er hier mit den Bäumen bei der Straße so. Heute habe ich es. So bei den Gleisen entlang gegangen ist. Und nicht alles dicht gemacht hat. Ich mag diesen Ansatz. Warum ist da einfach hier so ein Depot hier drin? Ach so, wegen dem hier. Okay. Auch da mit den Texturen wieder schön gearbeitet.
Einfach mal so ein bisschen mit dem Pinsel arbeiten. Ich glaube, das sollte ich auch mal machen. Dann kann man gerade so die Flächen hier ganz gut ausfüllen. Dann mit den Straßen so ein bisschen durchgehen, dass sie ein bisschen so geschwungen sind. Dann sieht es in der Summe halt schon schön aus. Das finde ich auch noch ganz geil. Leider bin ich noch nicht im Jahr, wo ich das nutzen kann. Das ist dieser Schüttgutverlad. Da war ich irgendwie froh, wenn man hier das hier anpassen kann. Ist die Frage, dass wenn man das mit Kohle macht, ob das dann schwarz wird. Aber das wäre natürlich genau der Verlad, den ich brauchen würde. Das sieht echt nicht doof aus. Ah, wir müssen mal in die Moderne kommen mit meinem Let's Play. was ich da noch interessant gefunden habe bei dieser Stadt, ist, wo ist dieser Güterbahnhof? Da. Es ist ein großer Güterbahnhof. Aber was hier ziemlich cool ist, der hat hier das Depot reinplatziert. Natürlich jetzt hier mit der Collision. Und hier die Gleiswechsel. Und wenn man sich das mal anschaut, wenn man den Bahnhof highlightet, dann sieht man, dass der Bereich jetzt am Bahnhof gehört, inklusive den Schienen da drin. Und so kann es halt da diesen Gleiswechsel reinpflanzen. Die Idee muss ich mal merken, dass ich mal ein bisschen so einen Custom-Bahnhof mache, dass ich da zum Beispiel auch eine Plattform ein bisschen versetze, dass man dann genauso so Spiele machen kann oder halt eben so ein Depot reinmachen kann. Das sieht schon nicht schlecht aus. Das ist jetzt hier Standard, aber ich mag das, dass man hier so einen Gleiswechsel innen drin hat. Und ganz vorne, die ersten Gleise da, die passen, also die gehören dann wieder zum Bahnhof. Aber ich glaube, die kannst du nicht nutzen, nachdem du da keine Plattform hast. Also wenn, dann ist das dann halt quasi die eigene Plattform und das da hinten, wo die halt noch reinfahren kann. Und das ist nochmal eine separate Plattform. Also können da eigentlich zwei Güterzüge rein, da vorne und da hinten. Merke ich mir auch diese Idee. Hier hat es nicht gemacht. Oh, da sollte wohl vermutlich mal ein Anschluss reinkommen. Aus dem ist nichts geworden. Oder hier, diese verrückte Bahn hier. Wo geht die hin? Die geht da oben hin. Okay. Ja, sieht ein bisschen verrückt aus, aber kann man machen. So, haben wir hier noch irgendwo... Schön Stellwerk. Ich glaube, das habe ich auch. Das... Sieht auch spannend aus mit der Kurve da. Das sieht cool aus. Ich sehe, was du da gemacht hast. Nett. Okay. Haben wir hier noch Hanitz. Da geht es eine Unterführung rein. Ah, riesengroßer Güterterminal hier. Und das, glaube ich, ist die Schnellfahrstrecke hier unten durch. Warum auch nicht? Kann man so basteln? Den entsprechenden Verkehr. Geht da hinten gerade weiter mit der Hauptstrecke so nebenbei. Sehr gute Ideen. Haha, der Riesengüterbahnhof mitten in der Stadt. Okay. Schauen wir uns mal die Hauptstadt hier an. Ob wir hier noch Highlights haben. Da geht es ein bisschen ab mit den ganzen Brücken hier. Okay. Wo ist die Hauptstadt? Ach, da hinten. Das sieht ja auch geil aus. Hier mit der Autobahn und dem Kreisverkehr oben drauf. Über die Bahn hier so drüber. Ich glaube, ich würde es nicht gerade direkt so bauen, aber... Krasse Konstruktion. Auch das hier. Wahnsinn. Oh je. Yeah. Oi, also ich glaube, da brauchst du einen Navi, wie du hier durchfährst. So, Hauptstadt. Hier geht's dann auch. Das sieht cool aus. Schön gemacht. Das dürfte das Hauptgüterterminal sein hier. Und ja, da hat es vielleicht ein bisschen Platz für ein paar Busse und Co. Coole Konfiguration von zwei Seiten so rein. Kann man eigentlich auch machen. Wieder mehr Kreisverkehre. Und hier ist der große
Güterbahnhof für die Stadt, wo die alle hier so reinfahren. Mit der Industrie drumherum. Ah, der hat das auch aufteilt, dass man hier... Doppelbahnsteig und dann einer hier so in der Mitte. Mit der 1... Ey, das ist eigentlich super vom Platz genutzt. Warum eigentlich nicht, dass man das so macht? Kommt dann hier 1, 2, 3, 4 gleisig rein von unterschiedlichen Linien. Nicht wundern, dass hier die Blöcke sind. Ich habe die Signale nicht reingeladen, weil ich wollte mir den Mod jetzt nicht extra besorgen. Okay, und da hinten das zweite Terminal und auch da hat er aufteilt, dass man hier in der Mitte durch kann. Das ist die Einfahrt hier. Die Ausfahrt, je nachdem, von welcher Seite man das jetzt hier sieht. Ah, das sieht schon cool aus mit den Weichen im Bahnhof drin. Ich meine, das ist ziemlich Freestyle, was er da gemacht hat, aber warum nicht? Das gefällt mir. Okay, haben wir sonst noch ein Highlight hier in der Stadt? Das ist der große Bahnhof. Das ist die Industrie, Hafen. Nö, ich glaube, dann haben wir es erstmal gesehen. Das sieht nicht schlecht aus. Holy shit. Kann man machen. Ich glaube, da ist ein bisschen gesessen bei der Konstruktion hier. Krass. Nicht schlecht. Gib mal einen Daumen nach oben von mir. Für diese Kreativität da. Also rein mal gucken, von da nach da, macht einen Kreisel, macht das so drüber. Ach, damit er hier die ganzen Kreuzungen natürlich vermeiden kann. Hat er hier so viel Verkehr, dass das nötig ist? Okay. Ja gut, ich glaube, das waren die Highlights von dieser Karte. Ich habe auf jeden Fall ein paar Ideen gekriegt von dem, was ich dann bei mir auf der Schwimmbarkarte dann mache. Habt ihr mal ein paar gute Anreize. Ich hoffe, das hat euch auch gefallen. War mal interessant zu sehen, was die anderen so basteln. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da und Feedback gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.